So, servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Conflict. Und welches nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen die Swift. Jetzt so auf die Schnelle noch, weil wir müssen ja Bacon ein. Bacon sage ich. Ja. Ach, egal. Ich glaube, ich spreche das so oder so falsch aus. Ist ja normal bei mir. So. Können wir uns jetzt eigentlich schon auch mit dem Einnehmen beschäftigen? Von dieser Bake. Wie immer, ich bin dran interessiert, alle Bacon einzunehmen. So. Was seid denn ihr? Da habe ich schon beschissenere Piloten gesehen, ohne Witz. Zum Beispiel mich. Was war das denn gerade für eine Rakete? Das war eine komische Rakete. Ich glaube, die war nicht von mir. So. Okay. B wird noch nicht eingenommen. So. Dann. So. Und der nächste. Der kann auch ruhig dran glauben. Habe ich nichts dagegen. Gut. Dann haben wir das angenommen. Und dann auf zur nächsten Bake. So. Ich finde ja persönlich, die hier ist am leichtesten zu verteidigen. Also persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist. Aber ich finde es einfach am einfachsten. Ich glaube, das ist vom Spawn-Gebiet her so. Okay. Da. So. Dann, wo kommen die nächsten? Von dort. Okay. Das ist auch mal eine Angriffsmöglichkeit. So. Ach, da ist noch einer. Da ist noch einer. Das sind mehrere. Ich versuche, was ich kann. Ich tue, was ich kann. Ich kann aber nicht so viel. So. Und jetzt zur letzten Bake. So, dann haben wir nämlich schon einige Punkte gesammelt. So. Einfach draufhalten. Irgendwann gehen die schon down. So. Komm, du auch. Komm, komm. Nice. Alter, direkt da ist ein Spawngebiet, wie mich das ankotzt. Ohne Witz. Das ist das Schlimmste hier dran. So, ein bisschen mehr Damage gefällig. Kannst du haben. Da. So. Komm, da sind die nächsten. Ich hoffe mal, wir sind mindestens in den Top 3. Obwohl, wir haben ja gleich noch ein paar Runden zu spielen. Also, da sind ja noch, glaube ich, zwei Abschnitte, die wir schaffen müssen. Da kann sich noch einiges ändern. Zum Beispiel werden wir verkacken. So, nice. Damit haben wir auch die dritte Bag eingenommen. Zerstöre die Hauptkaliber der Dreadnought. Da würde ich ernsthaft die Arcade Hydra nehmen. Ganz im Ernst. So. Ja, du kaust hier auch jedem das Ohr ab. Das ist echt schlimm. So. Nur so zur Info, ich bin offline, also wenn ich offline Star Conflict spiele, dann bin ich momentan gerade beschäftigt, die anderen Schiffe zu leveln, die wir gerade auch, die ich mir auch ausgesucht habe, um die Swift, damit ich die nächsthöhere Stufe dort habe. Diese Geschütztürme immer. So. Nein! Die sind erst down, wenn ich das sage. Und ich sage, der Kerl geht da down. So, da machen wir Schaden. Nice.
Gut, dann einfach draufhalten und nachgucken, bis es kaputt geht. So. Vielleicht macht das Ding hier mehr Schaden. Mal gucken. Das macht... Ja, das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Aber das Problem ist, wenn man uns von der Seite versucht einzuditschen. So. Mir gefällt ja immer noch, was wir hier für eine One-Hit-Maschine haben. Wartet kurz. So, jetzt kann ich mich euch wieder annehmen. Du bist auch nur so ein simpler Pirat. Ja. Das ist so nice. Ich liebe einfach diese Waffen. Die sind einfach so geil. Das ist unglaublich. So, ich wollte nachgucken, ob das eventuell noch eine Stufe stärker geht. Ah, ein Hauptkaliber ist schon down. Das freut mich natürlich. Nice. Dann weiter geht's. Boah, lasst mich doch in Ruhe hier. So, und dieser... Nein, das war total verfehlt. Ja, ich glaube, den müssen wir angreifen. So. Das Problem ist, der braucht sau lange, bis er den Raketen einmal nachgeladen hat. Das ist so schlimm. So. Komm. So, nice. Dann würde ich sagen, auf zu diesem Hauptkaliber. Das ist im Grunde das letzte noch existente Hauptkaliber. Oder? Jo. Das ist auf jeden Fall das letzte noch existente Hauptkaliber. So, und einmal drauf. So, ich bin gerade so ein bisschen angespannt, weil ich... Mist, das hat total verfehlt. Das war kein One-Hit. Das Problem ist, die Schüsse von dem Ding müssen immer erst aufladen. So, desto länger man wartet, desto mehr Damage machen sie. Wir machen mal kurz den Geschützturm da platt. Ich glaube nämlich, dass der uns sehr nerven kann. Genauso wie die Typen da. So, einmal abkühlen bitte. Und weiter geht's. Im Grunde, ja, wenn wir das Ding noch kaputt gekriegt haben, ist das das Letzte. Freut mich ja so ein bisschen. So, rein damit. Komm, komm. Oh, Menno. Ich wollte eigentlich noch den Hauptkaliber platt machen, aber bitte sehr. Und die Raketentürme. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich frage mich, ob dieser Effekt... nee, ich glaube nicht, dass das sowas auf die Raketentürme einen Effekt hat. Ich weiß das jetzt nicht. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir nehmen die Swift. Oder? Okay. Mist! Ja, okay, dann hat sich das jetzt von selber geklärt. So. Yo! Das nenne ich mal Damage. So, das ist der einzigste Vorteil von unserer Bewaffnung hier. Also von unserem Raumschiff. Wir können im Grunde nonstop hinter dem Schiff, hinter diesen Dingern bleiben. So. Okay. Müssen wir jetzt hier die Piraten loswerden. Ey, du lebst ja noch. Bitte stirb mal. Danke. So. So. Damit sind wir jetzt hinter dem Schiff und können ihm schön Schaden machen. Schiff, sage ich. Ich meine Raketenturm. So, einmal draufhalten. Ach, du Heilige! Krachen wir praktisch daneben. So. Nein, das war viel schon. Das war so verfehlt. Mit einer Zielsuchrakete, das ist ja toll.
So, Magazin ist leer. Aber ich glaube, wir sind auch gleich leer, wenn wir hier nichts unternehmen. So. Komm, scheiß drauf. So. Wir haben hier einen schönen Raketenturm, den wir auch platt schießen müssen. So. Komm, 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 komm. Okay, ist leider nicht unser Kill, aber hey. Wir haben, glaube ich, Schadensunterstützung bekommen oder so. Ja, Schadensunterstützung. Obwohl, das war, glaube ich, vom Raumschiff, oder? So. So, dann einmal draufhalten, in der Hoffnung, dass das Ding da durch Schrott geht. Ja, aber leider wir es mal wieder nicht. Das kotzt mich leider so ein bisschen an. Komm, komm. Warte. Das Ding ist in meiner Reichweite. Das Ziel ist zu weit. Ja, ich wollte schon sagen. Achte doch mal drauf. So, ein bisschen außenrum rumdüsen. Und komm. Ja, immerhin der letzte. Immerhin der letzte war unser Punkt. Ja, und damit, ich würde sagen, die Runde war ganz gut. Dann gib uns mal wenigstens das hier. So. Was bekommen wir denn hier? Hauptsächlich Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Insofern, ciao, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.